Lieber Astro-Rebell, willkommen zu deinem Kanal der Astrologie. Ich bin dein astrologischer Lebensberater Emmanuel von Zennstern. Bevor ich mit der Prognose starte, möchte ich dich darauf hinweisen, unseren Kanal zu abonnieren, sodass du keine Videos in der Zukunft verpassen kannst. Das ist ganz wichtig für dich und auch für mich. Stier. Zwischen dem 1. und dem 2. Juli hast du Merkur Sextil Jupiter. Am Monatsanfang wirst du dich auf dein intellektuelles Wachstum konzentrieren. Du könntest Interesse daran haben, neues Wissen zu erwerben, dich weiterzubilden oder neue Fähigkeiten zu entwickeln. Es könnte auch eine gute Zeit sein, um Reisen zu planen oder an geistig anregenden Tätigkeiten teilzunehmen, die deine Horizonte erweitern. Am 3. des Monats hast du einen Vollmond im Steinbock. Du könntest ein starkes Verlangen haben, neue Horizonte zu erkunden, sei es durch Reisen, Bildung oder den Austausch mit anderen Kulturen. Du könntest dich inspiriert fühlen, neue Perspektiven einzunehmen und deine geistigen Grenzen zu erweitern. Es ist wichtig, während dieses Transits geduldig zu sein und dich auf deine langfristigen Ziele zu fokussieren. Zwischen dem 4. und dem 9. Juli hast du Venus Quadrat Uranus. An diesen Tagen können Unstimmigkeiten und Spannungen im familiären Bereich auftreten, da du dich möglicherweise gegen traditionelle Vorstellungen und Erwartungen auflehnst. Finde Wege, um deine Individualität auszudrücken, ohne die Harmonie in deinen familiären Beziehungen zu beeinträchtigen. Am 10. des Monats hast du Mars in Jungfrau eingetreten. Bis Ende August wirst du wahrscheinlich ein verstärktes Verlangen nach Ausdruck deiner persönlichen Talente und Leidenschaften verspüren. Dies kann sich in kreativen Projekten, Hobbys oder sogar in romantischen Beziehungen zeigen. Sei geduldig mit dir selbst und auch mit anderen, wenn es darum geht, deine Ziele zu erreichen, und versuche bitte, in deinem Streben nach Exzellenz realistisch zu bleiben. Am 11. hast du Merkur im Löwe eingetreten. Das bedeutet, bis 28. Juli könntest du das Bedürfnis verspüren, deine familiären Verbindungen zu stärken und dein Zuhause zu einem gemütlichen und harmonischen Ort zu machen. Es kann sein, dass du dich mehr um deine Bedürfnisse deiner Familie kümmerst und dich intensiv mit familiären Angelegenheiten beschäftigst. Zwischen dem 12. und dem 16. des Monats hast du Merkur Quadrat Jupiter. Diese Zeit kann auch von verstärkter Kommunikation und Austausch geprägt sein. Du könntest das Bedürfnis haben, deine Gedanken und Ideen mit anderen zu teilen und dich in Gesprächen und Diskussionen zu engagieren. Es ist wichtig, jedoch darauf zu achten, dass du zuhörst und die Meinungen anderer respektierst. Am 17. des Monats hast du einen Neumond im Sternzeichen Krebs. Dieser Neumond kann deine emotionale Verbundenheit mit deinem unmittelbaren Umfeld betonen. Du könntest dich mehr auf deine Geschwister, Nachbarn und nahestehenden Personen konzentrieren. Danach, zwischen dem 18. und dem 22. Monatstag, hast du eine Spannungskonstellation. Es handelt sich hier um eine Opposition Mars-Saturn. Dieser Aspekt kann dich herausfordern, deine eigenen Grenzen und Einschränkungen zu erkennen und zu akzeptieren. Es kann sein, dass du dich mit Hindernissen, Verzögerungen oder Frustrationen konfrontiert siehst, die es dir erschweren, deine Ziele zu erreichen. Zwischen dem 23. und dem 31. hast du Merkur-Konjunktion Venus. Die Konjunktion zwischen Venus und Merkur bringt auch eine liebevolle und kommunikative Energie mit sich. Du wirst leicht in der Lage sein, deine Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken und dich mit anderen auf einer herzlichen und freundlichen Ebene am Monatsende zu verbinden. Erinnere dich bitte,
daran, dass diese allgemeine Aussagen sind. Aber wenn du den Wunsch hast, genau zu schauen, was auf dich in der Zukunft zukommen wird, dann kannst du gerne eine astrologische Lebensberatung auf meiner Homepage buchen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit diesen Konstellationen im Juli 2023.